Hi nach Hause. Heute haben wir ein bisschen was Besonderes vorbereitet. Ihr seht schon in meiner Hand eine Flasche mit Ausgießer. Ihr seht einen Markus neben mir und das ganze Bar-Equipment. Also, ihr habt es ja vielleicht auch schon zu Hause, habt euch vielleicht die Box schon gegönnt. Wir haben uns gedacht, in Zeiten von Corona, in Zeiten von Lockdown, könnten wir für euch mal ein bisschen was anderes vorbereiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein paar kennen mich vielleicht vom Rum, von Ron Artesano, das ist ja so mein Baby, mein Handwerksstück, wenn man so will, was entstanden ist über jetzt knapp 8, 9 Jahre. Und ein Teil davon war tatsächlich auch der Markus, und zwar ist er mitverantwortlich für das, was ich hier in der Hand halte. Er kam immer wieder zu mir und hat gesagt, du, ich will eigentlich nicht unbedingt nur Standard-Rums nehmen, hast du mir nicht irgendwas aus deinem Repertoire, was ich auch abmixen kann? Und so ist es eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, komm, wir gucken, dass wir eine Literqualität hinkriegen. Ihr habt die über Jahre auch nie gesehen, die ist nirgends aufgetaucht, weil die hatte nur Markus. Und hat damit die ganzen Cocktails gemacht, hat die Rezepte perfektioniert. Und wir haben gedacht, eigentlich könnten wir da auch mal ein Paket draus stricken, weil ihr könnt jetzt leider nicht ins Barzentrale zu Markus in die Bar hocken und es dort probieren. Deshalb hat er sich Gedanken gemacht, wie wir es relativ einfach zu euch nach Hause bringen. Wir haben die Cocktails ausgesucht, beziehungsweise wir darf ich an der Stelle nicht sagen. Mit den Lorbeeren kann ich mich nicht schmücken, sondern Markus hat die Sachen ausgesucht, wo es einfach passt, wo man sagt, okay, da hat man einiges von zu Hause. Das kann man relativ easy besorgen und dann kann es losgehen. Und es geht eigentlich bei allen darum, dass halt auch der Rum im Vordergrund steht. Und sonst bin ich hier jetzt der Adjutant für die nächsten paar, ja, wie soll man sagen, paar Aufnahmen, paar Minuten, paar Stunden für die ganzen Videos. Und dann werden wir sehen, oder in diesem Cocktail-Video, was Markus so zaubert, und ich werde ihm da helfen, wo ich kann. Aber ich bin doch tatsächlich eher der Pur-Trinker, wobei man kann ja sagen, ich bin der Pur-Verfechter, aber ich trinke eigentlich seine Sachen gern. Aber ich überlasse ihm immer das Handwerk, weil das ist tatsächlich none of my business, und da kennt er sich einfach viel besser aus. Genau, das Ziel ist einfach, mit unserem sensationellen Artesano Rum-Cocktails zu kreieren, die ihr ja leicht und einfach zu Hause nachmachen könnt. Wir fangen jetzt mal ganz einfach an mit dem Rum Sour, also den Artesano Rum Sour im klassischen Sinne. Wir nehmen 5 Zähl von dem Artesano Rum. Nicht wundern, ich mache gleich doppelte Menge, weil wir ja beide was trinken wollen. Weil du so durstig bist. Genau. Wir haben ganz bewusst uns beim Artesano Sauer für frische Limette entschieden, kein Zitronensaft. Brauchen wir pro Drink im Endeffekt eine komplette Limette. Solltet ihr jetzt nicht so eine sensationelle Limettenpresse zu Hause haben, könnt ihr natürlich auch von Hand ausquetschen oder die Zitronenpresse nutzen. Das Ganze toppen wir mit 2 Teelöffel gehäuften Puderzucker. In unserem Fall natürlich 4, weil wir ja gleich die doppelte Menge machen. Silbi, gibst du mir mal noch den silbrigen Becher? Dankeschön. Es geht schon los. Ich sage, ich darf eigentlich nur zugucken und mittrinken, aber das kann ich auch. Mittrinken kriege ich hin. Das Ganze füllen wir auf mit Eis. Im Idealfall gleich Würfeleis. Shaken das einmal ordentlich durch. Wie erwähnt, wir haben hier jetzt eine klassische Variante, falls ihr das noch ein bisschen fruchtiger oder beeriger haben wollt. Viele haben daheim ja immer noch irgendwelche TK-Beeren. Da bietet sich es natürlich auch an, mit Waldbeeren einfach 2 Teelöffel mit reinzugeben und schwuppdiwupp habt ihr einen richtig schönen fruchtigen Rum-Sauer. Und so ist es auch ganz einfach für zu Hause nachzumachen. Klassischer Rum-Sauer. Wir können hier jetzt beispielsweise, weil es auch schön zum Rum passt, gerne noch eine Orangenzeste. Da nehmt ihr einfach so einen Sparschäler, wickelt die ein bisschen ein und steckt die dann einfach noch mit rein. Sieht A gut aus und gibt ein sensationelles Aroma ab. Und gerade beim Sebi weiß ich eben, er steht voll auf Orange. Und wenn ihr so schlimm seid wie ich, guckt der Markus mich schon immer grimmig an, wenn ich die Deko dann direkt ins Glas drücke. Ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass ihr im Panama-Rum halt auch und im Artesano speziell dieses Orangenaroma habt, finde ich es halt mega mit der Zeste und mit den ätherischen Ölen, die da drin sind. Deshalb versenke ich das Ding eigentlich immer direkt. In diesem Aber Sinne. du kennst ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke. Gern. Schmeckt, würde ich sagen. Es ist halt schon, wie sagt man, ich weiß jetzt nicht, im Barkeeper
oder unter Barkeepern, wie man das nennt, aber für mich ist es so ein bisschen back to basic. Ihr habt was, eine gewisse Süße über den Zucker, das kann man extrem gut steuern, meiner Meinung nach. Also das ist tatsächlich was, was ich im Sommer auch ganz gerne mal daheim mache. Das kriege ich sogar selber hin. Und ihr könnt halt mit extrem wenig Zutaten was extrem Frisches hinkriegen. Es steht ja oft Zitrone drin im Rezept. Und da hatten wir es auch oft davon. Und Markus hat es dann irgendwann mal mit Limette gemacht und ich fand es bedeutend besser. Weil ich einfach sagen muss, ich finde das Aroma ein anderes, ich finde die Säure eine andere. Also ich kann es ja immer nur aus Sicht tatsächlich eines Cocktailtrinkers sagen. Vom Rum, da kann ich euch jede Menge Info geben, aber bei Cocktails ist für mich tatsächlich faszinierend, was er mir dann auch sagen kann, was auf einmal noch passt, so mit diesen roten Beeren. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert, das hat er mir schon ein paar Mal hingestellt. Ich finde es cool für mich, ich bin halt eher der Typ mit dieser Orange, ich finde halt die ätherischen Öle cooler, aber es ist mega spannend, was man da machen kann. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr zu Hause sagt, wenn ihr es ausprobiert. Ihr seht, es geht mega schnell, klar, er ist halt auch vom Fach, das ist ein bisschen fies. Bei mir sieht das ungefähr, ja. Aber kann man auch nichts falsch machen, also das ist genau das Thema. Wichtig sind bei den Cocktails im Endeffekt immer die Grundkredenzien. Wenn da die Qualität schon passt und dann die Ausgewogenheit zwischen Säure und Süße passt, dann kann man relativ easy variieren. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob jetzt eben mit Orange oder tatsächlich mit Waldbeeren. Das ist letztendlich immer eine Geschmackssache, wo jeder für sich entscheiden kann. Genau. Und in diesem Sinne nochmal zum Wohl. Und auf den nächsten. Ich genau. würde sagen, wir gehen mal die anderen Zutaten holen und dann können wir weitermachen. Jetzt gleich weiter. So, als zweiten Drink für euch zu Hause haben wir uns für einen klassischen Mojito entschieden. Natürlich auch wieder mit unserem Artisano Rum. Dafür brauchen wir eine halbe Limette. 2 Teelöffel von unserem Puderzucker. Viele sagen jetzt, wieso Puderzucker und nicht Rohrzucker? Da hätte Sebi die Erklärung für. Also grundsätzlich, da bin ich tatsächlich der Meinung, man kann es besser dosieren. Es ist neutraler und Thema ist auch noch, ich habe es auf Kuba, beziehungsweise wir haben es auf Kuba auch noch nie mit Rohrzucker gekriegt oder gesehen. Also mit dunklem Rohrzucker, sondern immer mit Puderzucker. Das ist tatsächlich so, also ihr könnt es ja mal ausprobieren, wenn ihr es daheim macht. Das ist ja wirklich easy going. Ihr seht, ihr braucht nicht extrem viel Zutaten, ihr braucht nicht viel Equipment. Hier kommt es tatsächlich auf die Quali der Zutaten an, gescheiter Rum. Ihr braucht ein Stößel, ihr braucht gute Limetten, ihr braucht gescheite Minze und würde ich sagen, Thema ist erledigt, oder? Genau, viel mehr braucht es gar nicht. Ja, und da ist halt vom Puderzucker her viel besser dosierbar. Ich mag es zum Beispiel nicht so süß, ich finde es eher gut, wenn der Rum besser zur Geltung kommt. Jemand anderer will das bisschen süßer, eher den Fokus auf der Minze. Und von dem her finde ich Puderzucker da echt besser. Und ich habe es auch noch nie auf Kuba anders gesehen. Ich sage immer, mach so wie die Leute vor Ort. Also, da sind wir schon, warum. Da sind wir genau bei dem Thema. Viele haben mich auch schon verurteilt, wenn ich dann mal in der Bar ein Mojito tatsächlich auch auf Würfeleis angerichtet habe, weil ich einfach nicht wollte, dass der Rum zu arg verwässert wird. Aber da sind wir genau bei dem Thema Geschmackssache. Wir haben uns jetzt für die Rezeptur entschieden. Wir haben jetzt eben die halbe Limette. Haben 6 bis 8 Minzblätter, 2 Teelöffel vom Puderzucker. Das Ganze füllen wir auf mit Crash Ice. Nehmen dann eine gute Portion Rum, in unserem Fall ca. 6 Cl. So ein Fahrerportionchen. Ganz gut ist immer, wenn man mit dem Eis die Minze noch leicht anstößelt, dass sich die ätherischen Öle von der Minze lösen. Wir wollen aber die Minze nicht zermörsern, dass wir nachher nur noch die Minzstückchen drin haben. Sebi reicht immer noch das Mineralwasser. Ja. Perfekt, genau. Einfach auch noch einen Schuss Wasser. Brauchen wir gar nicht viel, das ist so circa 1/2 Cl. Das Ganze rühren wir dann ordentlich durch. Sollte sich der Puderzucker eben noch nicht richtig gelöst haben, wichtig immer schön von unten nach oben. Rührt hier jetzt nicht die komplette Kohlensäure des Wassers raus, es reicht echt nur so ein bisschen anzuheben. Dann füllen wir das Ganze auf mit Eis. Endlich kann ich mich auf meine Kernkompetenz konzentrieren und mittrinken. Genau, da darfst du noch 2 Strohhalme rüberreichen, jeweils. Das Ganze kann man jetzt noch richtig schön für die Freundin mit gepuderter Minze ausdekorieren. Jetzt wirst du aber zum Streber. Ey. Ja, du weißt ja, wie es deine Frau gerne mag. So.
nicht sicher, ob die puderte Minze dazugehört. Und dann haben wir schon ganz einfach, ganz schnell Mojito für zu Hause. Guten Rum, gute Minze, gute Limette, Puderzucker. Mehr braucht es nicht. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Dankeschön. Gern. Ich fühle mich gerade wie 30 Grad im Schatten. Sensationelles Wetter. Bisschen noch so ein Rauschen des Meeres. Lässt sich aushalten, würde ich sagen. Machen wir noch zwei von den Dingern und ich fühle mich, als hätte ich einen Schatten. Die 30 Grad kannst du dann weglassen. So. Willst du noch was dazu sagen zu Mojito? Schmeckt doch. Ja, ist definitiv gut. Und ich sage immer, wenn ich so Sachen zusammen mische oder wenn ich sage, ich mache Longdrinks, Cocktails, dann finde ich es wichtig, dass man auch die Zutaten schmeckt. Das Zusammenspiel ist wichtig. Was bringen die einzelnen Zutaten? Da sagt der eine oder andere, hey, da kannst du auch irgendein Blanco rumnehmen. Ja, meinetwegen. Aber ich finde es halt immer schöner, wenn du tatsächlich auch das Destillat zur Geltung bringst. Weil klar, wie gesagt, ich bin natürlich der Pur-Fanatiker, wenn man es so nennen will. Aber bei den Sachen kommt es halt auch durch. Und wie gesagt, das gefällt mir halt auch gut bei den Sachen, wo der Markus immer in der Bar macht, weil sie halt einfach das Destillat auch oft in den Vordergrund setzen. Und man es halt noch schmeckt und man schmeckt die ganzen Zutaten. Hier finde ich es halt auch cool, ich schmecke die Minze, wie gesagt, bei mir nicht so viel Zucker. Das macht er immer, von dem her finde ich es perfekt. Also gekonnt, würde ich sagen, und lecker und erfrischend auch, wenn man da, so wie du gesagt hast, 30 Grad im Schatten, also wenn wir das irgendwann wieder haben, dann können wir das sicher genießen und haben schon einen entspannten Sommerdrink und die Sachen hast du halt auch meistens daheim, oder? Die Minze ist halt ein bisschen ein Thema, aber den Rest, so Limetten halten sich relativ lang. Wobei das ja heutzutage eben kein Problem ist, mit der auch guten Qualitäten überall zu kriegen. Also daran soll es ja heutzutage auch nicht mehr scheitern. Ah ja. Genau. Super. Dann auf zum nächsten, oder? Ich freue mich zum Spaß drauf. Hier. Also für die nächste Runde Cocktails haben wir uns was überlegt, quasi Tea Time in Panama bzw. Coffee Time. Wir nennen ihn liebevoll Panama Coffee Time bzw. Artesano Coffee Time. Ingredienzien sind eigentlich ja, relativ einfach, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, von der Zusammenstellung. Also wenn ihr das Paket habt, habt ihr es leicht, weil wir haben uns für einen Saft entschieden bzw. ein Saftgetränk, das schon vorgemischt ist von Lindau. Das ist Lindauer Aloe Vera nennt sich das. Das ist ein Aloe Vera Drink mit Ananas und Kokos drin. Das heißt, da kriegt man relativ viel abgedeckt. Wir haben das ein paar Mal ausprobiert. Wir haben es mit einzelnen Zutaten ausprobiert und am Ende haben wir uns für den Saft entschieden. Beziehungsweise der Markus hat es dann gesagt, können wir auch damit machen. Funktioniert gut, nachdem wir es ein paar Mal ausprobiert hatten. Kaffee haben wir uns tatsächlich für einen frischen Kaffee entschieden. Also lasst einfach einen Espresso aus der Maschine. Und zwar also kein Kaffee-Filterkaffee, sondern ihr müsst wirklich einen Espresso machen, der relativ kräftig ist. Den würde ich jetzt gleich mal holen gehen. Markus macht den Rest so lang und ich kümmere mich um den Kaffee. Genau. Los geht's natürlich wieder mit unserem Rum. In dem Fall haben wir 5 Cl unseres Rums. Im Endeffekt ist es auch eine Ableitung von einer Colada, weil wir da ja Ananas schon mit drin haben zusätzlich. Von dem Saft nehmen wir 12 Cl. Der Sebi süßt jetzt auch gerade parallel den Espresso an. Wir haben circa 4 Cl, also 2 Cl Espresso pro Drink, in unserem Fall eben 4 Cl Espresso. Zuckern wir mit Puderzucker wieder an und nehmen pro 2 cl Espresso eben einen guten Teelöffel Puderzucker. Parallel, solange der Sebi noch nicht so weit ist, nehmen wir 2 cl Sahne. Da könnt ihr einfach die ganz normale Haushaltssahne, wo die Mama noch für Schlagsahne hat. Nehmt bitte nur die flüssige und nicht eine fertig gesüßte, weil das wird dann immer ein bisschen speziell. Das Ganze mit den 2 cl Espressi. Na, das könnten jetzt auch 2,5 gewesen sein. Aber da der Sebi ja nicht so der Süße ist, spielt das gar keine Rolle. Kaffee ist gut. Kaffee ist schon gut. Das Ganze ordentlich shaken. Mich plagt schon wieder der Durst, wenn ich sehe. Das ist
einfach wie Eiskaffee für Fortgeschrittene. Genau. Der Männer-Eiskaffee, wenn man so sagen will. Wobei der Drink an sich durch den Saft und den Zucker, wie schon erwähnt, eben durch die Colada-Richtung auch eben cremig. Ich würde ihn jetzt nicht als süß bezeichnen. Wer es eher ein bisschen süßer will, der kann beispielsweise den Espresso auch sensationell durch einen Kaffee-Likör austauschen. Da kann man beispielsweise einen Kahlua nehmen. Und dann wird das Ganze noch ein Ticken süßer. Wie aber schon erwähnt, Sebi vernichtet ja Espresso in Unmengen und deswegen war das eigentlich für den Drink auch eine schöne Alternative. Brauchst du einen Ausgleich zum Rum. Genau. Und dann haben wir auch schon unseren Panama Coffee Time fertig. Die süßere Variante von den bisherigen. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Ich als alter Colada-Fan muss mir ehrlicherweise sagen, also... Wenn Cocktails, dann ist der Sebi eher auch tatsächlich cremig, süßlich unterwegs. Also ja, das Kranke ist ja eigentlich, muss man sagen, das kann man wirklich krank nennen, entweder pur oder als Sauer oder als Colada. Dazwischen gibt es extrem wenig. Weil hier ist halt schön, dass der Kaffee die Süße nicht so durchschlagen lässt. Du schmeckst den Rum, du schmeckst dieses, ja wirklich das Kaffeearoma und dann kommt die Cremigkeit von der Sahne, von der Ananas, von dem Kokos, also es ist, ja, ich sag ja. Das haben wir lange durchdiskutiert. Ich als Anti-Kaffeetrinker sag tatsächlich, wenn Colada, cremig, süß, Kaffee-Likör, da ist der Kaffee dann nicht so penetrant oder dominant im Vordergrund. Hier in der Zusammensetzung eben auch mit dem Rum ist eine echt eine schöne Geschichte durch die Herbe von dem Espresso. Genau, das ja. War Cocktail Nummer 3. Für die Kaffee-Fans unter uns, gell? Genau. Danke und auf zum nächsten, würde ich sagen, oder? Los geht's. So, als Cocktail Nummer 4 haben wir für euch vorbereitet unseren Artisano Red Fresh Lemon. Viele werden sich jetzt wundern vom Namen, wieso Red. Ganz bewusst haben wir uns für einen Rotwein entschieden, den wir mitverarbeiten. Den kann jetzt der Sebi wieder sensationell vorstellen, solange ich schon mal anfange. Das ist sehr gut. Ich darf schwätzen, während du schaffst. ja, wir haben das ein bisschen ausprobiert, was für ein Rotwein man auch nehmen könnte. Haben uns für den Artois entschieden von Bodegas Escudero. Ist ein Tempranillo und Garnacha. Und diese Garnacha gibt dem so ein unglaubliches Pflaumenaroma. Und das Witzige ist, man schmeckt es hinterher raus. Also wenn ihr den daheim ausprobiert, werdet ihr relativ schnell merken, der gibt nicht nur Farbe, sondern der gibt auch echt Aroma am Anfang. Habe ich gedacht, also habe ich auch zu Markus gesagt, wo wir es probiert haben, habe ich auch zu dir gesagt, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist ein Schuss Pflaumensaft drin. Und das ist schon extrem. Also der schlägt trotz der geringen Menge richtig durch. Ist aber auch, ich sag mal, halt ein dementsprechender Wein. Also wie gesagt, ist ein cooler Familienbetrieb, ist gerade so an der Grenze zwischen Rioja und Navarra. Artois, Conde Artois, ist quasi die Navarra-Variante von denen, eben im höheren Garnacha-Anteil. Der hat auch eben diese Pflaumenaromatik bringt und passt halt perfekt. Also der macht in dem Bereich richtig Laune. Ich sage ja, ihr könnt es natürlich, wenn ihr was zu Hause offen habt oder ihr habt eine kleine Flasche, dann macht es damit, könnt ihr ja probieren. Aber für uns die perfekte Kombi war einfach der. Also es geht jetzt tatsächlich in dem Fall nicht nur um den Wein, sondern es geht halt darum, was am Ende beim Cocktail bei rauskommt. Der Markus wartet schon ganz gierig. Alles gut. Aber es ist halt in dem Fall, fanden wir halt den am coolsten. Wir haben mit ein paar Flaschen ausprobiert. Am Ende war es halt der Artois, weil der sich am meisten durchsetzt, aromatisch. Weiterer großer Vorteil ist vor allen Dingen, wenn ihr den Rum dann verarbeitet habt mit den restlichen Cocktails, könnt ihr den auch sensationell daheim auf dem Sofa solo trinken. Also der Wein ist definitiv zu empfehlen. Wir brauchen im Endeffekt 2 Cl von dem Rotwein. Vorbereitet habe ich jetzt schon mal eine halbe Limette, 5 Cl vom Artisano rum. Vom Servieren her wäre es natürlich auch so schon geil. Sieht optisch natürlich gut aus. Ist natürlich cool. Das Ganze süßen wir wieder mit Puderzucker. Dann nehmen wir einen gehäuften Teelöffel Puderzucker. Ja, oder anderthalb, je nach Süßegrad. Wobei es uns da ja natürlich auch um den Rotwein geht. Das Ganze shaken wir ordentlich durch, bis sich der Zucker sauber gelöst hat.
Aber ich finde auch geshaked sieht die Farbe sehr gut aus. Ein schönes, gesundes Pink. So, das Ganze füllen wir auf mit Ginger Ale. Das traue ich auch dir zu. Bist sicher? Ja, das kriegt er hin. Gut, reicht. Hast du gut gemacht. Bin sein neuer Azubi. Da wir ja vom Mojito noch Minze übrig haben, ist das jetzt auch eine schöne Deko, die noch ein bisschen Geschmack abgibt. Die sensationell auch durchaus harmoniert mit dem Rum, / mit dem Wein und dann auch eben mit dem Ginger. Und schwuppdiwupp haben wir schon Cocktail Nummer 4 fertig. Unseren Artisano Red Fresh Lemon. Ja. Sensationeller Sommerdrink. Bin gespannt, was der Sebi jetzt gleich dazu sagt. Wie schon gesagt, beim Probetrinken kam er ganz gut an. Zum Wohl. Zum Wohl. Also das Coole ist tatsächlich, es setzt sich alles durch. Ihr habt die Limette, ihr habt den Rotwein, ihr schmeckt komplett auch diese Pflaumennote. Ich sage ja, wie wenn so ein Schuss Pflaumensaft drin wäre. Also es ist einfach eine coole Kombi. Ich sag mal, zum Wohl, ihr habt gesehen, relativ easy going, geht schnell. Von dem her probiert es gern daheim und ja, würde sagen, auf zur nächsten und letzten Runde. Genau. Bis gleich. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf zur letzten Runde. Wir sind an, ja, wie soll man sagen, also ich glaube, ich habe jetzt 5-mal gesagt, mein Favorit oder nicht mein Favorit. Auf alle Fälle ist das für mich so der, wie soll man sagen, das ist der Sonntagmittag-Sundowner. Wenn ihr sonntags daheim seid im Lockdown, sollte man eigentlich nicht sagen. Und die Freundin sagt daheim schon, Schatz, heute ist echt gut, es gibt jetzt auch kein Glas Rotwein am Mittag aufs Sofa. Ist das eigentlich die perfekte Ausrede? Also ich habe gleich gesagt, da kannst du dich hinhocken, kannst sagen, ich habe mir so ein, ja, eigentlich ein Frozen Kaba oder Frozen Chocolate gemacht. Und am Ende ist halt Schokodaikiri, haben wir es mal liebevoll genannt. Genau, eine süße Abschlussvariante zum Schluss. Schokodaikiri, wie der Sebi schon vorgestellt hat. Wir nehmen wieder unseren Rum, pro Portion 5 cl. Wir machen natürlich wieder 2, weil wir ja beide was davon haben wollen. Wieder unseren Saft, damit ihr gar keinen zweiten Saft braucht. Dann nehmen wir ca. 2 cl. Eine weitere Kredenz, die ihr wahrscheinlich auch alle dabei daheim habt, nehmt ganz normalen Kaba oder Schokopulver. Oder wer es härter mag, Kakaopulver. Ein genau. Herber, oder? Dann wird es halt nicht ganz so süß. Dann nehmen wir eben auch 2 Teelöffel pro Drink. Zusätzlich brauchen wir noch 2 cl von der Sahne. In unserem Fall dann 4, oder? Genau, in unserem Fall 4. Okay. Das Ganze ordentlich durchschaken. Das müssen wir mal noch den Bartrainer geben. Ich drauf, dass es das ist. Genau. Da würde ich euch jetzt sogar empfehlen, macht einen sogenannten Double Strain. Eben einmal mit dem Strainer, wo uns das Eis zurückhält. Falls jetzt durch das Shaken das Eis zu klein geworden wäre, da könnt ihr einfach so ein ganz normales Teesieb von zu Hause nehmen. Den Drink servieren wir ganz bewusst auch ohne Eis, damit wir einfach auch die Cremigkeit ein bisschen haben. Und sonst glaubt euch daheim niemand, dass es ein Kaba sei. Genau. Also falls ihr die Variante nehmen müsst, könnt ihr natürlich auch andere Gläser nehmen, dann fällt es noch weniger auf. Ich aus dem Cocktailbereich will es natürlich auch noch ein bisschen optisch ansprechend haben und habe mich deswegen für die Cocktailspitzen entschieden. Aber rechts kommt schon ein bisschen kleines Eis durch, gell? Bitte? Es kommt schon ein bisschen durch. Also ja, klar, es bleibt immer ein bisschen hängen und sieht daneben halt im Cocktailglas nicht ganz so gut aus. Das Ganze können wir beispielsweise schön mit einer Physalis garnieren. Wer es noch einen Ticken süßer haben will beispielsweise, kann jetzt auch noch ein schönes
Herz mit weißer Schokolade drauflegen oder so, falls es für die Freundin sein soll. Oder für mich, so hast du mir noch nie serviert. Ja, Sebi, das läuft, bitte dich. Ja. Und schwuppdiwupp ist fertig, unser Schokodaikiri. Mehr braucht es nicht, ganz einfach für zu Hause nachzumachen. Zum Wohl. Zum Wohl. Aber das gefällt mir so, die Rollenverteilung. Ich stehe einfach blöd daneben, gib dir Strohhalme, trink ein bisschen mit. Also, kommst hoffentlich auf deine Kosten. Wichtig ist, dass ich morgen früh wieder genug Energie habe, rum abzufüllen. Daran sollst du nicht scheitern. Bin ich auch zuversichtlich bei dir. Aber ist einfach lecker. Schmeckt. Ja, der Kaba setzt dich unglaublich durch. Du schmeckst trotzdem den Rum, du hast die Süße. Also, ich sag mal, das ist so Kategorie fies. Wenn dafür genug Zutaten daheim hast, also musst du die Flasche eher einen Meter weiter wegstellen, sonst wird es kriminell. Könnte gefährlich werden, weil eben der Rum auch nicht penetrant im Vordergrund, sondern eben eine ordentliche Geschmacksbeigabe und dadurch wird er halt in sich rund und läuft halt durch den Kaba. Ja, es ist, man merkt ihn hinten raus, also es ist so ein bisschen wie Irish Coffee oder so. Im Vordergrund schmeckst du erstmal gar nicht, sondern es kommt so hinten raus, aber es kommt unglaublich eingebunden und durch die Cremigkeit nimm es nicht so extrem wahr. Also wenn ihr Kinder habt, lasst es nicht auf dem Tisch stehen. Kleiner Tipp am Rande. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen. Hoch auf den Schrank stellen oder so. Ja, danke fürs Zuhören auf alle Fälle. Markus, danke auch für die coolen Cocktail-Ideen. Also, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, da muss ich sagen, danke an dich. Also für die Idee, für die ganze Thematik muss ich hier sagen, großes Dankeschön an dich. Großes Dankeschön an dein Barwissen, an alles, was du dazu beiträgst. Also cool, dich an Bord zu haben und cool, dass wir so Sachen zusammen hinkriegen. Und ich wollte gerade sagen, kann nur nach oben gehen, weiter so. Danke. Danke auch. Zum Wohl, auf bald. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seht auch, die Sachen sind relativ easy. Der Markus hat es echt so ausgesucht, dass man es daheim easy nachmachen kann. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Probiert es aus. Schreibt uns gern, wie ihr es findet. Könnt auch gerne auf YouTube unseren Kanal abonnieren und dann seht ihr, was so in nächster Zeit noch kommt und passiert bei Artesano, was so kommt, was wir abfüllen, etc. pp., Tastings. Also, bis bald. Danke. Danke und zum Wohl. Zum Wohl. Schönen Tag, Abend. Ciao. Macht's euch schön. Ciao. Ciao.